Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, eine Vermittlungsnachricht mit kleinem Erfolg gibt es heute. Von den vor einer Woche vorgestellten 3 Katzenkindern konnte eines zu netten Menschen umziehen. Die 2 anderen warten noch auf ihre Chance. Heute stellen wir die Katze Tiger vor, die nun schon 4 Jahre in der Arche Noah zu Hause ist. Und das reicht, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes und Tigers ehrenamtliche Betreuerin Sibylle Stoll. Tiger wurde im Mai 2008 geboren. Ihr Katzenleben verlief nicht sehr schön. Ihre letzte Besitzerin brachte die getigerte Mieze mit großem Übergewicht zur Arche Noah, weil Tiger das Frauchen angriff. Das resultierte aus einem Hormonüberschuss, sagt die Tierheimleiterin. Tiger war nicht kastriert, lebte in einer Wohnung und konnte somit ihren Fortpflanzungstrieb nicht ausleben. Beides, das Übergewicht und die Hormone, machten der armen Katze zu schaffen. Durch Aggression machte sie auf ihre Situation aufmerksam. In der Arche Noah wurde Tiger kastriert und bekam Spezialfutter, um langsam schlanker zu werden. Sibylle Stoll, die ehrenamtliche Betreuerin, absolviert mit Tiger ein Sozialisierungsprogramm, das schon viel Erfolg brachte. Tiger ist lange nicht mehr so aggressiv und kommt von ganz allein zu den Menschen. Allerdings muss man ihre Sprache verstehen lernen, denn wenn es zu viel wird mit dem Beschmusen, zeigt sie schnell mal ihre Krallen. Deshalb soll Tiger bei katzenerfahrenen Menschen ein ruhiges Zuhause bekommen. Eine Einzelperson oder ein Ehepaar, die der armen Tiger ein richtiges Zuhause geben wollen, wären perfekt. Sie soll eine Wohnungskatze bleiben. Spezialfutter für ihre Figur braucht Tiger auch weiterhin, denn Abnehmen ist für Tiere nicht so leicht, wenn sie einmal überfüttert wurden. Tiger ist eine schöne, mollige Katzendame mit starkem Charakter, für die es mit Sicherheit die richtigen Menschen gibt.